Hallo, hallo Leute. Wir sind immer noch nicht da. Wieder sind wir nicht da. Das heißt nicht, dass wir immer noch im Urlaub sind. Deswegen gibt es heute wieder ein Best of Crime. Das heißt, Sachen, die hier passiert sind, die spektakulär waren. Polizei war mit im Einsatz. Diebstahl war im Einsatz. Sachbeschädigung war im Einsatz. Alles gefährlich. Also ganz viele Sachen, was hier passiert. Viel Öl auf der Straße mit dem einen Wagen da. Mann. Sachen sind einfach verschwunden. So, und das haben wir mal zusammengeschnitten. Spannende Dinger. Und schaut es euch an. Euch macht es bestimmt Spaß. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Der Kunde kommt heute Morgen an und sagt, er hat ein komisches Geräusch. Der hat den Wagen gestern Abend hingestellt, es war alles in Ordnung, hat heute Morgen gestartet und hat ein komisches Geräusch. Und die Motorkontrolllampe leuchtet. Was für ein Auto? Das ist hier dieser wunderschöne Mercedes Sprinter. Hat ein Geräusch, hört sich an, als wenn irgendwas in der Außenverlage wäre. Und die Motorkontrollleuchte ist an. Und weißt du, was wir jetzt machen? Wir heben den hoch. Nein. Wir lassen ihn laufen. Nein. Auch nicht. Nein. Was denn? Wir lesen ihn jetzt erstmal aus. So. OBD-Dongel. Die Fahrzeuge haben, wie die meisten natürlich auch wissen, hier die OBD-Schnittstelle. Klappe auf und dann kommt hier richtig rum der Dongel rein. Hiermit können wir jetzt Zündung an. Das komplette Fahrzeug auslesen. Zündung ist an und Jürgen liest jetzt mal das Motorsteuergerät aus, weil die Kontrollleuchte, die oben an ist, ne, die kann man ja hier oben auch sehen. Guck mal, da ist die Kontrollleuchte, die sogenannte MIL. Verbindung zum Fahrzeug wird aufgebaut, Verbindung wird hergestellt. Was ist das? Abgastemperaturregel? Lambda-Sondenheizung, Abgastemperatursensor vor und nach Kart, beide. Was? Und Katalysator, Abgastemperatursensor. Also, das ist ja komisch. Aber passt ja schon mal zusammen. Jetzt lassen wir mal laufen den Wagen. Und hören mal, wie der läuft, weil er sagt, er hat ein komisches Geräusch gehabt. Ja, der hat doch. So, jetzt können einige Spezialisten ja schon mal nachdenken. Er hat den Auspuff kaputt, ist doch ganz klar. Du sollst nicht sagen, dass er kaputt ist. Ja, aber das hört man ja. Ja. Aber stimmt das? Wir heben jetzt mal auf. Ob du recht hast oder nicht, sagt dir gleich das Licht. Jetzt zur Diagnose passt, dass da diese Sonden nicht drin, dass die Sonnen irgendein Problem haben. Und ja, dass wenn der Auspuff vorne kaputt ist oder auseinander ist. Ja, aber dann zeigt er doch nicht alle an. Wenn er keine Verbindung hat. Wir heben einfach mal rauf. Wir wissen natürlich schon, was kommt. Ja, ich weiß nicht, ist es jetzt so witzig? Nachher ist es nicht mehr witzig. Oh, warte mal, geht mal weiter hoch, drück mal auf den oberen Knopf. Muss man hier die Arbeitskarte rausholen. Kann ich den damit durch die Decke heben? Kannst du. Ja, das ist natürlich so ein Problem. Wir haben hier an dieser Stelle. Sagst du, wann das Dach haben wir nicht so viel Platz. Also ein Hochdachfahrzeug. Ja, geht noch, Jürgen. Komm, ja. 20 cm. Ja, weiter, komm. Weiter. Wenn nicht, ist ein Cabrio. Weiter. Oh. Ja, geht noch. Falschling. Mensch. Ich hab genug. Ja, hast genug. Mir ist hoch genug. So. Auf jeden Fall würde ich sagen, ja, Robert, dann musst du dich ein bisschen bücken. Lieber Jürgen, du musst dich auch bücken. Alter vor Schönheit. Und der Robert muss sich bücken. Dann gucken wir. Ach du Scheiße. Und dann gucken wir da. Am besten guckst du mal da. Hier ist ja gar kein Auspuff mehr runter. Wo ist denn der Auspuff? Wallahü. Guck mal da in die Richtung, Robert. Da hinten. So. Da. Siehst du was? Da ist kein Auspuff. Hier ist das Kabel von der Lambda-Sonde. So, hier ist das Kabel von dem Abgastemperatursensor. Wo ist denn der Abgastemperatursensor? Und da hinten ist das Kabel. Ah ne, hier ist das Kabel von der Lambda-Sonde. Hier, da. Kann man das sehen, Robert? Ja, sieht man. Ja. Ja. Und was sollen wir dazu sagen? Merkt man das nicht, wenn man den verliert? Tja. Also, normalerweise hört man es richtig klappern. Ich gehe mal immer zum Jungen. Also wenn, man den, wenn man den verliert, würde man das merken. Vor allen Dingen, wenn der Auspuff abfällt, schlägt das unter das ganze Fahrzeug. Aber der ist nicht abgefallen. Der hat gestern Abend sein Auto vor der Tür abgestellt. Heute Morgen setzt er sich das Auto rein, will starten und hört dieses Geräusch. Brrr, war total erschrocken, kam wirklich so hier hin und sagt, hör mal, ich habe da ein Geräusch vorne. Unglaublich. Immer den Auspuff geklaut. Über Nacht wurde dem das Auspuff geklaut. Und wir haben jetzt mal recherchiert, haben dann bei Mercedes angerufen, weil wir die Neuteile haben müssen. So. Und hier muss ja alles neu, komplett. Es muss alles neu. Ich habe hier ein Bild von dem. Hier, das ist jetzt hier nur
Das ist jetzt hier nur der Katalysator. Und das ist der Rußpartikelfilter. Hier hinter kommt dann natürlich die weitere Außenbelage noch. Wir müssen alles neu haben. Neue Lambda-Sonne, neuer Temperatursensor. Vorne, hinten, Vor-Cut, Nach-Cut-Temperatursensor. Die Kabel müssen wir gucken, was die da teilweise abgeschnitten haben. Ob wir auch neue Stecker dran machen müssen. Oder ob du die löten kannst. Hier oben ist der Drucksensor. Könnt ihr mal gucken, da an dieser Stelle. Der Drucksensor für den Rußpartikelfilter. Auch die Schläuche abgeschnitten. Der Differenzdrucksensor hier komplett. Die Schläuche weg, da an die Stelle. Also die sind mit dem Seitenschneider hier drunter hergegangen, aber die haben sich so viel Mühe gegeben, dass sie den Schalldämpfer, wie man hier sehen kann, aus den Gummis ausgehangen haben. Also sie haben die Gummis nicht abgeschnitten, sondern hier steht normalerweise ein Halter drin, steckt so drin und dann hält der Auspuff hier dran fest. Aber die haben die nicht aufgeschnitten, was ja viel einfacher wäre, die haben den da ausgehangen. Das Beste ist, das ist hier in Köln auf einer Hauptverkehrsstraße, also wo auch nachts noch jede Menge Autos sind. Aber klar, hier legen sie das Auto raus, bauen vorne die Schelle und kommen bei diesem Fahrzeug super dran. Und das wird mit der größten Wahrscheinlichkeit werden das, wegen den Edelmetallen machen sie das. Drücken Sie mal so aus. Also das sind ja Edelmetalle drin in so einem Katalysator. Die Rußpartikelfilter, da gibt es Kohle drauf. Also das sind einfach, die klauen das. Um diese zwei Teile. Den Rest schmeißen die weg. Was zahlen die für so einen Katalysator? Moment, der ist ja noch in Ordnung. Den kannst du ja im Internet wieder verkaufen. Ja, das ist die Frage, weil so viele wie geklaut werden. Weil das ist das große Phänomen. Ich habe dann vorhin bei Mercedes angerufen, wegen den ganzen Kosten für die ganzen Klamotten. Und so sagt er, wie, bei euch geklaut, ja? Sie sind heute der Dritte. Drei. Hier in Köln allein. Ich vermute mal, wenn ich der Dritte war, wird noch der Vierte, Fünfte, Sechste kommen. Also bei Autoradios könnte ich mir da vorstellen bisher, dass sie geklaut werden. Ja, aber das lohnt sich ja nicht. Aber es lohnt nicht mehr. Ja, Autoradios klauen lohnt nicht mehr. Eben, das lohnt sich nicht mehr. Aber jetzt so weit hier, das ist doch vielleicht... Auf jeden Fall komplett neue Außenüberlage mit allem drum und dran. Hier ist der Ersatzteil, kostet Voranschlag von Mercedes. Wir sind hinter insgesamt, hier unten ist der Preis, 3.088,19 €. Und das sind ja nur die Teile. Wir wissen jetzt noch gar nicht, was hier im Kabelschrank ist. Da müssen wir noch gucken, ob der Kabelschrank abgerissen ist, ob die das abgeschnitten haben. Da kommt noch Arbeitszeit dazu. Also ich schätze mal, insgesamt wird es hinter 3,4, 3,5 wird es wohl werden. Wenn kein Stecker dazwischen ist, müssen die zusammen gelötet werden, wenn man sie überhaupt löten kann. Oder teilweise Kabelschrank neu machen. Und wir gehen mal raus hier. Oh, die Karawane zieht weiter, der Sultan hält durch. Die Frau hat das Auto vor geraumer Zeit, also vor kurzem, reparieren lassen, hat noch richtig Geld da reingesteckt, ist auf der Autobahn damit gefahren, ist liegen geblieben und sagt, er macht komische Geräusche. Genau, ist eingeschleppt worden. Ich würde sagen, willst du mal laufen lassen? Ich will mal ein komisches Geräusch zeigen, ja. Ja, es ist wirklich ziemlich übel, vor allem, dass sie jetzt gerade noch so viel Geld reingesteckt hat. Das war jetzt nicht der Scheibenwischer, das Geräusch. Ich muss ein bisschen Gas geben dabei hier. Okay. Es hört sich fast an, als hätte kein Öl drin, oder? Nee, das hört, ich habe ja zuerst gedacht, es würde vom Getriebe kommen. Ne? Irgendwie ein Schwungrad irgendwie am Rumeiern da hier im Getriebe. Und dann haben wir mal geguckt, hat der Wagen denn überhaupt noch Öl drin? Nee, da kannst du dran lecken, da ist kein Öl mehr. Gar kein einziger Tropfen mehr drin. Ich meine, wir haben aber auch gerade richtig repariert, das Auto. Ja. Kennzeichen, nicht, dass euch wundert, haben wir mit Absicht abgehangen, weil da ist die Polizei noch mit beschäftigt. Wir heben die mal rauf und zeigen euch das. So. Jetzt fragt euch bestimmt, was hatten wir jetzt hier mit den Bohrern vor? Da ist die Ölwanne. Hat doch leicht einen Ölverlust hier oben, wenn man es sieht. Aber wenn man das hier sieht, da hat... Ist das etwa durchgerostet? Nein, da kann man auch sehen, hier hat jemand mit einem Bohrer angesetzt. Ich wollte jetzt mal gucken, was für ein Bohrer das ist. Also hat auf jeden Fall jemand versucht zu bohren, ist hier doch weggerutscht und hat dann hier ganz klar ein Loch eingebohrt. Und das ist ungeschaut, mal gucken, wie viel Millimeter das ist. 7 Millimeter ist ein 7 Millimeter Loch.
schön lecker da reingeholt. Und wie gesagt, man kann es ganz eindeutig sehen. Da hat sich jemand unter das Auto gelegt und hat hier ein Loch reingebohrt. Da ist das Öl rausgeflossen und die arme Dame ist damit auf die Autobahn. Sie hat das nicht gemerkt, dass da eine Öllache drunter war und ist dann damit gefahren. Also hier hat irgendjemand, der sie nicht so ganz mag. Wie gesagt, die ganze Sache ist zur Anzeige gebracht worden. Phänomenal. Ich habe das auch noch nie erlebt. Ich auch nicht. Also hier ist passieren die kuriosesten Sachen, die wir hier reinkriegen. Also man sieht, was so an so einem normalen Alltag hier so passiert. Also normal ist das nicht. Hier haben wir schon X3, Baujahr 2016, 140 kW und 2 Liter Maschine. 6.2016, da ist fast noch Garantie drauf. Und was sagt der Kunde? Er hat ein Problem im Radioempfang. Und das mit dem Navi funktioniert auch nicht so richtig. Ich habe gedacht, schauen wir uns das mal an. Gucken wir mal, wie und was wir hier für ein Problem haben. Steigt immer auf der einen Seite ein. Und? Kann ich mir vorstellen, dass er einen schlechten Radioempfang hat. Dem haben die komplett die ganze Anlage geklaut. Alles. Navigation. Alles rausgerissen. Komplett. Das große Problem ist, die haben hier alle Leitungen abgeschnitten. Alles. Plus, Minus, Datenleitungen. Alles ist weg. Hier der Lichtleiter. Können wir sehen, der Lichtleiter hier innen drin, der die Information zum Navigationssystem leitet, ist komplett weg. Ja, auf jeden Fall das Riesenproblem ist hier die ganzen Antennenleitungen. Guckt euch das mal an. Alle Antennenleitungen abgeschnitten. Hier sind das alles Antennenleitungen. Das wird ein riesen Hammer. Hier oben haben sie noch alles weggeschnitten. Also dem Auto ist ganz klar eingebrochen worden. Das ist wohl mittlerweile ein übliches Geschäft, dass solche Sachen geklaut werden. Seit Jahren ist das ein Problem bei BMW, dass immer wieder die Kisten aufgebrochen werden. Wir haben vor vielen Jahren auch schon mal so einen Fall gehabt. Ja, und dann können wir mal gucken, was da jetzt alles neu ist. Wir haben Neumuss für den Wagen. Wir haben da schon einige Teile jetzt bekommen. So, und das sieht hier aus. Also, wir haben gestern schon mal ausgepackt. Das ist irgendwie wie Weihnachten. Hier ist der Lichtleiter. Das sind die Lüftungsdüsen, die ganzen Teile. Hier, können wir ein bisschen weiter auspacken. Hier ist das neue Navigationssystem. Ach, okay, das ist das Navigationssystem mit dem CD-Teil. Hier vorne ist die Bedieneinheit, die dann nochmal in eine extra Verkleidung kommt. Das muss alles noch hier drin sein. Ein Hammerschaden. Das ist relativ leicht. Ach, das ist noch ein neuer Bildschirm. Ja, komplett von dem Navigationssystem. Ja, okay. Vor 4 oder 5 Jahren hatten wir ein 3er BMW hier. Da gab es diese Kabel noch nicht einzeln. Da mussten wir einen komplett neuen Kabelstrang kaufen. Hier, das kann ich schon angucken. Jetzt nur auf Seite liegt, das ist der komplette Kabelstrang von dem 3er BMW. Und der ist wirklich komplett am Stück. Das heißt, diese Leitungen, die wir hier oben haben, die es ja alle einzeln gab, jetzt gibt mittlerweile, gab es zur damaligen Zeit noch nicht. Das kann man auch sehen. Hier sind die gleichen Kabelfarben drin. Das sind die Datenbusleitungen. Und die haben wir damals da rausgeschnitten und haben die einzeln eingelötet. Der Kabelschrank hat damals gekostet, ich glaube, 6.400 Euro. Und das nur für so ein paar Kabel. Jetzt dieser ganze komplette Schaden hier, das heißt mit Navigationssystem, mit allem drum und dran, was es gibt. Moin, Angelo. Moin. Kostet jetzt insgesamt 7.000. Mal gucken, das sind die ganzen Teile.
Ne, kostet jetzt insgesamt 7.181 Euro. Jetzt kommt natürlich noch unsere Arbeit dabei. Ich schätze mal, dass das auch so zwischen 5 und 6 Stunden sind. Wir werden teilweise ganze Kabelstränge neu machen müssen. Teilweise werden wir es einlöten. Die Lichtleiter werden wir reparieren. Ja. Besonders witzig ist es nicht. Wir werden es auch wieder so hinkriegen, dass es alles gut funktioniert. Und das Endergebnis schauen wir uns nachher mal an. Jetzt sind wir soweit, haben die Leitungen alle, fast alle neu gelegt, viel Teppich rausgenommen. Kann auch sehen, was wir hier alles abwitschen mussten und was wir verlängert haben. Jetzt kommt der erste Test. Das heißt, ich baue den jetzt hier zusammen und dann testen wir, ob das System überhaupt funktioniert, bevor wir alles zusammenbauen. So. Hier ist das Navi, jetzt müssen wir oben noch das Display einbauen. Display legen wir einfach mal so rein. Zündung an. Und dann müsste das System eigentlich hochfahren. Jo, das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, ich würde sagen. Okay. Gut. Navi funktioniert soweit alles. Wir schrauben jetzt alles wieder zusammen und dann kommt der nächste Step. So. Letzter Teil ist drin. Jetzt kommt der Moment. Aber wirklich alles gut ist, wir haben es jetzt schon programmieren lassen vom BMW. Vorher waren so einige Funktionen nicht da. Wir haben ja vorhin erst gesehen, dass es noch kurz anging. Jetzt schauen wir mal, ob jetzt alles gut ist. Okay, haben noch Probleme im Airbag. Löschen wir noch den Airbag jetzt raus. Ist alles gut, sieht aus wie original. Alle Funktionen sind da. Display hier funktioniert auch. Das war vorher ohne das Programmieren von BMW nicht da. Ich würde sagen, das war's. Schöner Auftrag. Haben noch ein bisschen mehr gebraucht. Dieser Wein ist auf 10 Stunden. Aber gut, es läuft alles, funktioniert alles. Alles wieder in Ordnung. Hoffentlich hält das lange und es wird nicht direkt wieder geklaut. Darf man Scheinwerfer, wenn die blass sind, aufpolieren? Nein. Warum? Ah, das ist doch Humbug. Echt? Ja, aber das ist doch so minimal, das ist ein Müh. Ach, du siehst es auch nicht. Ja, okay. Aber man darf es nicht. Okay, alles klar. Es ist illegal. Wegen der Bauartgenehmigung und der Stärke des Kunststoffs. Also, wir haben jetzt hier was Illegales gemacht. Das heißt, für uns übersetzt, wir machen jetzt diesen Scheinwerfer noch in Ordnung, bauen dann Stoßstangen und alles ab und machen dem natürlich 2 neue Scheinwerfer rein. Mhm.